Hallo Leute und willkommen zurück in der bezaubernden Welt von Fearful Tales, Hänsel und Gretel. Ich glaube, in diesem hohen Gras ist etwas versteckt. Und deswegen flamme ich das einfach alles ab. Quelle der Tränen, Schachbrett. Gucken wir mal, was hier bei den Pilzen ist. Krug, den brauchen wir bestimmt bei der Quelle. An diese Ranke könnte ich eine Lampe hängen, damit ich mehr sehen kann. Ach, die Musik ist so putzig. Die Felsbrocken versperren den Weg. Ich muss sie loswerden. Kann ich da einfach draufballern? Die Tabakblätter sind sehr zerbrechlich. Ich brauche einen Behälter, in dem ich sie transportieren kann. Der Krug vielleicht? Gehen wir mal zum Schachbrett erstmal. Ein Rezeptteil und eine Tabakdose. Was kann ich hier machen? Zusammengehörige Käfer vielleicht finden? Könnte ich mir vorstellen. Der und der? Ja. Ist zwar ein bisschen eklig, ich bin ja nicht so der Ungeziefer-Fan, aber was tut man nicht alles? Das war nicht der, war der. Der und der. Die auch noch, die gestreiften. Habe ich dann jetzt alle weggenommen? Ist ein bisschen ekelig gewesen. So, jetzt habe ich hier die Lampe zum Anhängen. Und? Dieses Schachbrett ist wirklich schmutzig. Ich muss es zunächst reinigen. Das kann ich doch bestimmt mit diesem Quellwasser machen und so. Was haben wir hier? Huhu. Geh mal zurück jetzt. Nimm die Tabakdose, pack die Blätter da rein. Die zerbrechlichen. Und dann gehen wir jetzt zur Quelle der Tränen. Wie traurig, einen Löwen weinen zu sehen. Oh. Das ist irgendwie traurig. Natürlich. Oh, er leidet. Ich werde den Dorn aus seiner Pranke ziehen. Er hat einen Dorn da drin, ne? Wie kriege ich das denn hin? Ich muss einen Behälter für den Ton finden. Ich versuche es einfach immer mal damit, weil es mein einziger Behälter ist. Vor der Hütte des Goblins. Oh je. Erinnert mich aber von der Statue her mit Weinen auch wieder an Alice. Jetzt, weil ich das ja gerade erst gespielt hatte. Die sieht wie die Hütte des Goblins aus der Geschichte aus. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Diese Tränenstatue. Zwei von drei und eine Panflöte. Magische Flöte, okay. Ein verlassenes Haus ist kein schöner Anblick. Naja, wohl. Wenn man eins sucht und es ist leer, ist auch nicht schlecht. Sichel. Schmiede. Es gibt so viel zu entdecken hier gerade, was ich so toll finde. Hallo? I wouldn't roam around the forest alone if I were you, but that's your business. Help yourself to any of my tools. It's not like I'm using them. Whoa, hold on there, partner. If you want that pickaxe, it's going to cost you. I won't settle for less than a pipe full of tobacco and a bit of gold. Finde Gold, um dem Schmied eine Spitzhacke abzukaufen. Ja, mal gucken, wie ich das mache. Aha, Kerze geklaut, immerhin. Das nehmen wir auch mal mit. Wir dürfen uns ja bedienen. Seine Werkstatt ist noch immer durch die Hitze der Schmiede erwärmt. Und ein Besen. Die Zange. Und eine Axt. Na klar. Ja. War es das dann hier? Haben wir genug mitgenommen? Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Hier nach rechts konnte man nicht.
Kann ich mit der Zange den Dorn rausnehmen? Ja, das ist ja schon mal gut. Das Wichtigste zuerst. Nun liegt die Wunde offen. Ich muss die Wunde versorgen. Das wird ein bisschen schwieriger. Glaube ich. Hier, die Felsbrocken, die könnte ich vielleicht ja... Kann ich die... Ne, mit einer Sichel doch nicht. Ne, mit der Axt vielleicht? Ich habe ja nichts. Aber hier könnte ich die Lampe ranhängen. Und dann die Kerze reintun. Jetzt muss ich sie nur noch anzünden. Habe ich mir gerade auch gedacht. Was haben wir hier noch? Ach ja, da ist was versteckt. Mit der Sichel kann ich das Gras abhacken. Und hab dann das letzte Rezept. Was mache ich damit? Was soll mir das jetzt sagen? Sieht wie ein Rezept für Kit aus. Ja, Ich überlege gerade... Moment, kann ich die nicht einfach mit der Dings anmachen? Ja! Es ist ja ein Feuerzeug sozusagen. Reagenzglas. Das brauche ich dann für das Rezept. Nehme ich mal an. Was war hinten noch? Ist da hier noch irgendwas... Ja, genau, das sollte ich reinigen. Ich will hier nicht wieder so eine Kleinigkeit übersehen. Passiert ja auch schnell. Kann ich das Wasser nicht hier einfach nehmen und damit... Das Wasser ist ganz salzig von den Tränen des Löwen. Ich sollte welches mitnehmen. Ja, genau, damit kann ich das bestimmt reinigen, die Wunde. Aha. Nee, mit seinen eigenen Tränen, das geht nicht. Salz reinigt, ja. Desinfiziert. Mit ein wenig Kit könnte ich die Wunde auffüllen. Ach, deswegen. Dafür brauche ich das alles. Ich muss einen Behälter für den Ton finden. Geht das hier? Oder der? Nochmal? Ich will mal ins Buch schauen, weil das hier vielleicht nochmal drin steht. Dies ist das Rezept für die Tonmischung. Der Ton alleine reicht nicht für meine Zwecke aus. Ich muss Salzwasser und Olivenöl mit dem Ton vermischen und dann erhitzen. Ach, Olivenöl. Aha. Olivenöl. Ich brauche eine Axt, um hier durchzukommen. Na Mensch, dann sollten wir das auch mal tun. Hütte des Goblins. Jetzt können wir auch reingehen. Hier finden wir bestimmt alles, was wir so brauchen. Hier könnte ich etwas herstellen, aber ohne eine Anleitung weiß ich nicht, was zu tun ist. Du kannst ja schon mal das darauf stecken. War das nicht so? Nee. Hier könnte ich etwas her. Gucken wir mal. Ah. Da ist das Olivenöl. Das habe ich doch. Habe ich da nicht alles? Muss ich nochmal gleich gucken, wie das geht hier. Hier haben wir die Tabakpfeife auch gut. Eigentlich alles da. Soweit. Dann wimmeln wir mal. Das glitzert da ja schon die ganze Zeit vor sich hin. Wir suchen ein Schwert. Da ist ein Schwert. Das ist kein Schwert. Ein Schlüssel. 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 Ringe. 4 Stück. Wie sehen die denn? Ist das da? Ah, ich kann es auch aufmachen. Ja, gut. Sollte man vielleicht auch mal tun. Ja. 2 brauche ich noch. Einen Lederbeutel brauche ich auch. Dann eine Kette. Ist das keine? Oder ist das ein Hals? Ist das ein Hals? Ein Armband? Weil von der Größe her, okay, dann ist es vielleicht eher ein Armband. Aber es ist die einzige Kette, die ich sehe. Parfümflasche und Handabdruck. Ja, da ist der Handabdruck. Und dann suche ich noch einen Schädel. Er möchte aber sein Auge noch haben. Oder wie? Ah, hier sind die anderen Sachen. Okay. Da ist der Schädel. Da ist auch noch ein Ring. Das ist ein
Halsband, ja, eigentlich eher so für Hunde, aber mittlerweile tragen es auch Menschen. Haken. Irgendwie weiß ich nicht wieso, aber obwohl das alles hier gar nicht so unübersichtlich ist, fällt es mir heute doch gerade hier ein bisschen schwerer. Soll das der Haken sein? Das ist der Haken, der gemeint ist. Mir fehlt aber auch immer noch ein Ring. Ist das der Ring? Ja. Was ist jetzt mit der Kette? Warum gilt das hier nicht? Das da vielleicht. Gut. Was ist mit dem Schlüssel? Schwarzer Hund. Hier haben wir schwarze Farbe. Da ist der Hund. Das ist nicht ganz richtig. Doch. Total richtig. Genau, sag ich doch. Jetzt ist er nämlich schwarz. Ha. Ja. Nimm die Kette. Oder was auch immer das ist. Warum gilt es nicht als Kette? Was ist hiermit? Wo sind die Schlüssel? Halsband. Ist doch ein Halsband. Aber keine Kette. Aber ich suche die Schlüssel. Oh, ich bin wieder so blind gerade. Und hinterher, wenn man dann schon immer weiß, wo es ist. Ja, da. Guck da hin, das ist so einfach. Da. Ich sehe es aber gerade nicht. Ich brauche einen Tipp. Wo ist denn da was? Ist das der Schlüssel? Hä? Ach, so eine Art Kette. Okay, ja, witzig. Ich denke die ganze Zeit so eine Halskette. Nicht so eine. Okay, immerhin. Eine Sache von zweien, die ich suche. Dann ist mit Schlüssel, kann ja dann auch ein Schraubenschlüssel oder so gemeint sein, ne? Aber so einen sehe ich auch nicht. Ja, das ist doof. Hilf mir mal. Ach, ich sehe die ganze Zeit Schlüssel und nicht Schüssel. Oh, ich bin so ein Blindfisch. Ey, ich habe das Wort falsch gelesen. Ja, das muss natürlich auch mal gelernt sein. Ordentlich lesen, Alexis. Ich habe es nur einmal am Anfang gelesen und dachte die ganze Zeit, das stimmt schon. Ich suche Schlüssel und nicht eine Schüssel. Na, logisch. Kein Wunder, dass ich keine Schlüssel finde, wenn es Schüssel heißt. Da, oh, intelligent, echt. Schlau. So, da war ich dann ja schon. Kann ich dann jetzt nicht hier direkt loslegen? Ich würde ganz gerne wissen, wie das geht. Wieso? Guck mal, ich soll zuerst das Reagenzgläschen da reinstellen. Dann mach das doch mal. Warum ist das nicht richtig? Ach, ohne die Anleitung, warte, die muss ich erstmal hinlegen. Dann machen wir das mal. Dann macht sie das wahrscheinlich auch. Ja, okay, jetzt brauche ich dann auch nicht immer hin und her gucken. So. Also doch richtig. Ich muss nur erstmal die Anleitung hinlegen. Erst dann geht das. Als zweites muss ich Salzwasser in das Reagenzglas gießen. Machen wir. Dann kommt bestimmt das Olivenöl. Nimmst du das mal? Dann jetzt irgendwie so die Schüssel. Oder auch nicht. Kann ich das Ganze... dann ein bisschen Ton. Ach ja, der fehlt mir noch. Ich wollte gerade sagen, was ist das hier? Aber mit der Schüssel, die ich jetzt habe, könnte ich den holen. Bestimmt. Kriegen wir hin. So, haben wir's. Anzünden. Toll. Das ist jetzt das Kit.
das Kit für den armen Löwen. Ja, alles wird wieder gut. Klar. Blub, 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 blub. Oh, oh. Was ist das? Schachfiguren. Ach so. Ja, gut, dann gehen wir damit mal zum Schachbrett. Aber sollte ich das nicht erstmal säubern? Kann ich die trotzdem schon mal dahinstellen? Ja, ich soll es erstmal säubern. Hm. Magische Flöte, damit säuber ich dich. Aber mit den Besen könnte ich säubern, genau. So. Das muss natürlich sein. So. Sonst sieht man das ja nicht. Ja, das ist ja jetzt auch mal interessant hier. Was soll ich hier machen? Die Schachfiguren haben 4 verschiedene Farben. Ich muss sie so auf dem Schachbrett anordnen, dass jede Farbe nur einmal pro Reihe und Spalte vorkommt. Hm. Das ist ja immer so eine Friemelarbeit. Ja, ja, das stimmt zwar schon mal so weit, aber trotzdem. Apropos. Ich könnte ja erstmal alle Grünen so diagonal anordnen. Dann stimmt das auch schon mal immer. Stimmen jetzt noch nicht alle? Irgendwas stimmt noch nicht. Klar, da sind jetzt 2 blaue. Ah! Haha! So geht das. Zack! Ja, Gold. Nein! Ich will doch zurück. Bringen wir ihm mal das Gold. Hier hast du dein Gold. Nee? Abart, um was zu rauchen? Ach so, Entschuldigung. Ich wusste gar nicht, dass du lieber was rauchen willst gerade. So, und jetzt hast du dein Gold. Toll, jetzt habe ich eine Spitzhacke. Echt? Wo denn? Ach so, die kann ich mir einfach nehmen. Thank you. I am finally rid of all these tools. May they serve you well. I can finally retire. Okay. Dann viel Spaß dabei. Ich muss die Steine wegkloppen. Ich habe noch ein bisschen zu tun hier. Genau. Nun kann ich endlich durchgehen. Ja, gehen wir dahin. Wenn ich die Wasserfee herbeirufen will, kann ich das hier tun. Ah, wie schön. Was ist das hier für ein Altar? Etwas fehlt in dem Altar. Ja, das sehe ich. Das müssen wir uns noch organisieren. Welch schöne Landschaft. Finde ich auch. Hm. Ah. Ah. Ach so. Können wir die da schon mal einsetzen? Hier ist der Altar der Wasserfee. Nun brauche ich ein Musikinstrument. Hab ich. Ah, wie cool. Was? War das falsch? Fehlt mir noch einer? Ach so. Ach Mann, oh, ich mach's immer veralt. Also ich mach's immer falsch, die letzten irgendwie.
Na, endlich. Irgendwie habe ich immer so einen Dreher gehabt. Ich habe bei den ersten nicht immer dreien gemacht. Das war mein Fehler. Isabella, I've been waiting for you. I sensed my sister Maeva has brought you trouble, and I want to help. I haven't had any contact with her for years, but I am connected to her. She hates me. She blames our mother and me for her abandonment. It's terrible what happened to her, but it's no excuse for her evil. Listen, you must travel through the Sky Kingdom and find the Albatross King. He'll take you to her castle, where she's keeping your children. Go now, Isabella. Take this ring with you. It once belonged to our father. Ach, wie schön. Das ist also die Schwester von Maeva. Oder Maeva. Und hier gehen wir dann als nächstes hindurch im nächsten Part von Fearful Tales, Hänsel und Gretel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part.